Aus Straßenerweiterungsprojekten, die es gibt, was das kostet, kommt man bundesweit auf 300 Milliarden. Und wenn wir noch länger eine regierende FDP hätten, wir werden es ja wohl hoffentlich nicht mehr lange haben, dann könnten wir gespannt sein, wer sich durchsetzen wird. Der verkehrspolitische Querlenker Volker Wissing, der 300 Milliarden für diese Projekte haben will, oder der ebenso ideologische Finanzpolitiker Christian Lindner, der gar nichts mehr für die Zukunft ausgeben will. Wir sind heute, hallo, das ist Britti von der Bürgerinneninitiative 100, kurz BIA 100. Wir sind heute einen Teil der Strecke auf der Autobahn gefahren, die normalerweise nicht von Radfahrenden und FußgängerInnen benutzt werden kann. Eine Fläche, die der Stadt genommen wurde und die exklusiv nur denen zur Mobilität zur Verfügung steht, die sich mittels motorisierter Fahrzeuge bewegen können. Städtisches Leben ist an dem Ort ausgeschlossen. Am Autobahnrand gibt es keine Cafés und Läden. Psychische Syndrome und
Millionenstörung, Herr. Das heißt, nur auf Medikamente gesetzt sind die Ärzte so herum blind unter dem Zwang gewesen und konnten nicht verstehen, was sie als Behandlung sogar auswirken. Was man ja eigentlich verstehen kann. Also, Mic check, Mic check. Hallo, ich bin Sarita und ich habe zu verkünden, die Blumenbrillen und Schnäbel, die verboten waren vom Recht aus, wie man in den U-Bahn-Schächten lesen konnte, die Blumenbrillen, Schnäbel und Taucherbrillen überall sofort rauszuholen und aufzusetzen und wünsche alle eine wunderschöne Revolution. Das tote Recht können wir sehen. Es ist leider nur Recht und bewegt sich weiter. Was war ein Staat? Vielen Dank. Die Umweltkämpfer schaffen es nicht allein.
die Retter des Lebens auf Erden zu sein. Wir hören oft, für Soziales sei wie kein Geld da. Das gerade entstandene Haushaltsloch soll durch Sozialkürzungen gestopft werden. What the fuck? Anstatt, dass die Regierung beschließt, fossile Subventionen zu stoppen. Wir fordern, dass diese fossilen Subventionen gestoppt werden und die Steuergelder, unsere Steuergelder, vielen, vielen Dank, zuhörende Menschen, so wichtig, danke, für soziale Förderungen eingesetzt werden. Eine angemessene Kindergrundsicherung, sozialen Wohnungsbau, mehr Geld in Bildung. Mein Gott, wir haben eine Bildungskatastrophe. Wie unerträglich fahrlässig, da nicht zu investieren. Thank you.
Thank you.
feige, eure Wächter sind gekauft. Sie fürchten sich nur vor einem Gesetz. Wer für das Volk kämpft, der hat das Recht. Ihr seid die Gefangenen im Kampf.